Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Final Fantasy XIV mit Alvip Bestwin. Wie ihr euch vielleicht erinnert, haben wir in der Main Story von Patch 5.2 am Anfang doch die Möglichkeit gehabt, einen Auftrag von Gaius von Belser zu machen. Und das haben wir nicht gemacht, weil wir die Main Story weitergemacht haben. Aber jetzt kommen wir dahin zurück. Ah, Alvip, ich habe dich schon erwartet. Ich habe ja eine von Oberkommandant Raubern persönlich signierte Erlaubnis vorliegen, die auf deinen Namen ausgestellt ist. Dir wurde die Befugnis erteilt, das Hauptquartier der Eroseischen Allianz nach freiem Ermessen als Basis für deine Operation zu nutzen. Es geht um die Abwehr einer Primae-Waffe, die gegen Eozea eingesetzt werden soll, wenn ich richtig informiert bin. Gaius Belser und seine Vertrauten sind bereits dorthin unterwegs. Melde dich bitte beim zuständigen Offizier der Befreiungsarmee in Porta Pretoria. Er wird alles Nötige veranlassen, um dir Zutritt zu gewähren. Na gut, dann geht's mal schnell nach Porta Pretoria. So, und da ist doch schon der Offizier der Befreiungsarmee. Ah, da bist du ja. Soll ich dich gleich zum Hauptquartier der Allianz führen? Ja, bitte. Und da haben wir Gaius. Ah, Alvip. Wir sind beide keine Freunde vieler Worte, aber du... echt nicht? Die Reden, die der damals in Realm Reborn geschwungen hat und er kein Freund vieler Worte? Aber gut. Aber du solltest wenigstens wissen, warum du hergebeten wurdest. Lass mich also kurz die Lage zusammenfassen. Wie wir wissen, wurde die Forschung an der Ultima-Waffe von der neu formierten 7. Legion weitergeführt. Mehrere Prototypen sind bereits in Konstruktion, einer davon mit der Bezeichnung Rubinwaffe steht kurz vor seinem Einsatz an der Eurasischen Front. Zusammen mit Severa hier habe ich versucht, die Rubinwaffe bei einem ihrer Testläufe in den Hinterhalt zu locken und zu zerstören. Leider vergeblich. Und das, obwohl die eingesetzte Feuerkraft mit Leichtigkeit für die Ultima-Waffe, deren Verteidigungswerte wir ungefähr kannten, ausgereicht hätte. Die Rubinwaffe ist, gelinde gesagt, um einiges stabiler als wir dachten. Sie hat aller Wahrscheinlichkeit nach dieselbe Kernfunktion wie die der Ultima-Waffe, die Kraft der Primae in sich aufzunehmen. Vermutlich hat sie also in einer der galäischen Provinzen einen Primae absorbiert, dessen Panzerung alles übertrifft, was wir bisher gesehen haben. Die Konstruktion des Exoskeletts war ebenfalls sichtlich verbessert. Gefährlich sind vor allem die starken Klauen, die die Rubinwaffe fast beliebig verformen kann. Ihre Konterattacke konnten wir gerade noch ausweichen und uns in Sicherheit bringen. Gaius hat mir beim Rückzug Deckung gegeben und wurde verwundet. Es ist ein Wunder, dass er überhaupt noch aufrecht stehen kann, sich wegen mir in solche Gefahr zu bringen. Mach kein großes Theater darum. Ich war es, der die Sache mit Ultima damals überhaupt begonnen hat. Jetzt werde ich sie auch beenden. Nur wird dich das Ding in deinem Zustand durchbohren, bevor du noch in Stellung gehumpelt bist. Du weißt genau, womit wir es hier zu tun haben. Wenn wir dich also verlieren, haben wir schlechte Karten. Da wäre es wesentlich schlauer, uns auf die Hilfe von Alvip zu verlassen. Ich weiß, dass sie dafür so geeignet wäre wie keine andere, aus eigener Erfahrung.
Wir haben uns vor langer Zeit gegenübergestanden, als Feinde. Gerade ich sollte also wohl nicht um einen Gefallen dieser Tragweite bitten. Aber mir bleibt keine Wahl. Also, hilfst du uns? Gerne, überlass das Kämpfen mir. Danke, Albeb. Vorhin haben wir eine Nachricht abgefangen, dass die Rubinwaffe bereit zum Ausrücken ist. Wir müssen uns bereithalten. Ich würde vorschlagen, wir warten hier an der Front, bis sich das Monstrum zeigt. Melde dich beim Militärlogistiker da drüben, sobald du kampfbereit bist. Wenn ich damals geahnt hätte, was ich meiner Dummheit noch einbringen würde. Vor einigen Stunden in der von den Galeeren besetzten Stadt Verlüt, Magitek-Hangar. Die Startsequenz der Rubinwaffe wurde eingeleitet. Alle Wartungsarbeiter sofort zurücktreten. Pseudo-Aura-Seed-System aktiv. Assimilierungsgrad ausreichend. Keine Abstoßungsreaktion registriert. Alles bereit zum Start. Verstanden. Deckname Danus. Rubinwaffe verlässt den Hangar. Valedolin hat mir schon Bescheid gegeben. Valdolin. Okay. Ich bringe dich gleich zu deiner Gefechtsposition. Von dort aus hast du die besten Erfolgschancen. Alles Gute. Oh, okay. Und damit ist die Rubinfeuerentfesselung. Okay. Schon aktiv. Ich wusste gar nicht, dass es so schnell geht zum Kampf. Na gut, mal schauen, wie schnell wir eine Gruppe finden. Auch ein Kampf, den ich nur einmal bisher gemacht habe, glaube ich. Und ich weiß auch gerade nicht mehr, was die so alles kann. So, da geht's weiter. So, ich bin jetzt echt gespannt, wie dieser Kampf werden wird.
Deckname Danos. Berechnung der gegnerischen Stärke. Eröffne Kampf. Tank, was ich auch gut finde. Also auf die Dinger da steigen. Naja, geht doch. Hätte ich vielleicht jetzt nicht im Weg stehen sollen. Jetzt. Ich glaube, das dürfen wir nicht zu Ende kommen lassen. Ja. Oh nein! Der Pseudo-Arachid, aber sieht, er reagiert nicht mehr. Mir bleibt keine andere Wahl. Aktiviere Geistermodus. Lebt wohl. Mentale Fusion mit Pilot bei 100%. System wird neu gestartet. Pseudo-Arachid geht zu Geistermodus über. Datenmodul wird geladen.
Datenmodul Danus bereit. Organischer Kern wird überschrieben. Was geht hier vor? Ich habe doch gar nicht... Nicht aufhören. Nicht... Ich bin... Nein, nicht da... Oh, was? Ach so. Gibt noch eine zweite Phase. Dachte schon, das war jetzt eigentlich relativ leicht. Ich bin Nael Vandanus. Projekt Meteor war die Frucht meines Geistes. Okay. Die Mechanik war, kannte ich noch irgendwoher. Okay, geschafft oder nicht geschafft? Da kommt noch. Ja, scheint geschafft zu sein. Okay. Dann haben wir das geschafft. Super. Ich habe alles mitverfolgt. Beeindruckend. Sehr beeindruckend. Aber du hast es selbst gesehen. Diese Rubinwaffe war der alten Ultima-Waffe schon jetzt weit überlegen. Wenn die 7. Legion die Entwicklung noch weiter vorantreibt, können wir uns auf etwas gefasst machen.
Wir müssen die zerstörte Waffe untersuchen und so viel wie möglich über das Ding herausfinden. Anscheinend hat die Allianz schon nach jedem geschickt, der sich gut in mit solchen Sachen auskennt. Eine galäische Soldatin? Die will wohl die Überreste ihrer Waffe einsammeln. Ellie, was hast du vor? Ellie? Vater? Alphonse? Und das da hinten ist Rex? Verstehe. Ihr habt also an der Entwicklung dieser neuen Waffe mitgearbeitet, um eher sehr unter galäische Kontrolle zu bringen. Und was machst du hier? In friedlicher Eintracht mit den Helden der... mit der Heldin der Wilden? Wir haben auf dich gewartet. Seit man uns gesagt hat, dass du am Leben bist, haben wir jeden Tag auf deine Rückkehr gewartet. Ich komme nicht zurück. Nicht zum galäischen Heer. Etwa, weil man dich wegen des Mordes an Kaiser Varys sucht? Wir wissen doch, dass das alles nicht stimmt. Und wir werden deine Unschuld beweisen. Ich meine, wir haben dir doch alles so viel zu verdanken. Dann hat euch Gaos also aufgelesen, als ihr auf dem Weg nach Verlet fast erfroren wärt? Ja, wenn er nicht gewesen wäre, hätte meine Schwester und ich den nächsten Tag nicht erlebt. Bei uns war es ähnlich. Unsere Eltern sind an einer schweren Krankheit gestorben. Da kam Gaos und hat sich um uns gekümmert. Wir alle haben ihm unser Leben zu verdanken. Wie sollen wir das nur jemals wieder gut machen? Er ist ein wichtiger Soldat im galäischen Heer. Wir sollten auch Soldaten werden, sobald wir können. Und wie er für das Kaiserreich kämpfen und Gutes tun. Ins galäische Heer? Aber die Erwachsenen fürchten die Galäer und sagen, dass sie böse sind. Das stimmt schon. Aber Gaos ist anders als die anderen Galäer. Die Starken sollen die Schwachen in die Zukunft führen. So sagte er doch einmal, oder? Gaos hat uns Schwache geführt und nun liegt es an uns. Dann ist es beschlossen. Wir schulden Gaos unser Leben, also werden wir es für sein Land einsetzen. An seiner Seite. Ich bin dabei. Auf der Straße hat man sowieso ein erbärmliches Leben. Ich gehöre lieber zu den Starken als zu den Niedergetrampelten. Dann sind wir alle derselben Meinung. Kämpfen wir für Gaos als Brüder und Schwestern. Sag mal, wenn wir alle Geschwister sind, ist Gaos dann sozusagen unser Papa? Naja, das könnte man schon so sagen, denke ich. Ha! Auf unsere neue Familie! Als unser Heer gegen die Ersea kämpfte, bist du verschwunden. Ab da war alles anders.
Wenn wir früher gewusst hätten, dass du noch lebst, wäre es nicht so weit gekommen. Was meinst du damit, nicht so weit gekommen? Also, wir... Warte, Alphonse. Wer hat die Waffe gesteuert? Noel van Danos selbst wohl kaum. Kannst du dir das nicht denken, Vater? Melisandre. Melisandre war die Pilotin. Melisandre? Wie konntet ihr zulassen, dass sie sich opfert? Ihr wart doch wie Geschwister füreinander. Wir? Wir haben es für die Waffe getan. Die Waffe musste einfach fertiggestellt werden. Aber was kümmert dich das noch? Du hast dich doch vom galäischen Heer abgewandt, Vater. Du hast mich großgezogen und dafür bin ich dir auch dankbar, aber... Die Dinge haben sich geändert. Du bist jetzt für uns nichts weiter als ein Feind. Wenn wir uns das nächste Mal auf dem Schlachtfeld begegnen, kenne ich keine Gnade. Du, Helen Eoseas, hast den Plan meiner Schwester, Melisandres Plan, zunichte gemacht und damit auch ihr Opfer. Das vergebe ich dir niemals. So, an der Stelle mache ich auch jetzt hier einen Cut. Und ja, ich denke, das wird dann auch das Ende der Folge. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut.